Hallo und herzlich willkommen auf dem Einfach-Koi-Kanal. In diesem Video geht es um das Thema Sauerstoffsättigung im Winter. Es geht nicht nur um Innenhalterung, es geht natürlich auch um Außenteiche, ob zugefroren, ob abgedeckt. Ja, wen das Thema interessiert, der bleibt einfach dran und schaut sich das Video an. Ja, leider bin ich in den letzten Tagen und Wochen nicht dazu gekommen, das Video zum Thema Sauerstoffmangel zu machen, da ich jetzt an vielen Teichen unterwegs war und doch die ein oder andere Beobachtung gemacht habe, die ich mit euch teilen möchte, folgt jetzt im Zuge dieses Video. Ich möchte in diesem Video nicht nur auf zugefrorene Teiche eingehen, sondern auch auf sehr gut isolierte und sehr gut abgedeckte Teiche. In diesem Sinn, schaut an und hört euch an, was ich so erlebt und beobachtet habe. Ja, mit dem Thema Sauerstoffmangel von Gewässern beschäftige ich mich schon eine ganze Weile. Da ich in meiner Freizeit auch ein paar Angelgewässer mitbetreue, ist das Thema Sauerstoffmangel immer ein großes Thema. Und natürlich akut wird das Ganze an den meisten natürlichen Gewässern oder stehenden Gewässern immer dann im Winter, wenn sich eine dicke Eisschicht auf der Oberfläche des Gewässers bildet. Diese Eisschicht sorgt natürlich für eine gute Isolation des Gewässers und verhindert gerade im Winter schlimme Temperaturschwankungen durch Wind und andere Geschichten. Außerdem dunkelt sie natürlich das Gewässer ab, sodass die Fische ihre geplante Winterruhe finden können. Doch leider sorgt sie auch dafür, dass das Wasser nicht mehr mit dem Medium Luft kommunizieren kann und so es leider zu Problemen in der Wasserchemie und im Gashaushalt des Wassers kommen kann. Gerade bei natürlichen Gewässern oder Teichen ohne künstliche Belüftung kann es dann sehr schnell zu Problemen kommen. Ja, im ersten Moment gibt es natürlich Probleme mit dem Sauerstoffeintrag in das Gewässer. Ja, wenn die Fische wie geplant ihre Winterruhe halten, ist natürlich der Sauerstoffbedarf relativ auf einem geringen Niveau. Doch leider gibt es dann halt noch ein Problem. Und zwar, wo der Sauerstoff nicht eingetragen wird, wird natürlich auch der CO2 nicht ausgetragen. Und diese beiden Komponenten zusammen sorgen dann irgendwann dafür, dass das Gewässer sich mit einem gewissen Gasanteil übersättigt und von einem gewissen Gasanteil ein Mangel im Gewässer herrscht. Und wenn dann im Prinzip, wie bei Teichen oder Angelgewässern üblich, die Besatzdichte noch eine gewisse Menge erreicht und wie gesagt, die Eisdecke geschlossen ist, dann wird es über kurz oder lang doch leider zu Problemen kommen. Ja, so eine Eisschicht behindert natürlich nicht nur den Gasaustausch, sie sorgt natürlich auch dafür, dass ihr überhaupt nicht seht, was im Gewässer vorgeht. Ihr könnt natürlich wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise viele Wasserproben, die ihr sonst zieht, nicht bekommen oder nicht so qualitativ repräsentativ ziehen, wie es denn sinnvoll wäre. So nimmt das Unglück an dem zugefrorenen See seinen Lauf. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, boah, zum Glück, ich habe einen gut isolierten Teich, ich habe meinen Teich abgedeckt, egal wie. Also bei mir ist nichts zugefroren, ich habe eine stabile Temperatur über den Winter und damit bin ich doch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, nun war ich leider auch an ein paar Teichen, wo ich da leider Gegenteiliges gesehen habe. Und zwar, es soll eigentlich auch gar keine Kritik sein, sondern nur ein guter gemeinter Hinweis. Also viele von euch sind im Isolieren mittlerweile so perfekt geworden, auch im Aufbauen von ihren Winterabdeckungen, dass sie es doch tatsächlich schaffen, das Ganze fast hermetisch abzuriegeln. Ja? Nicht mal der kleinste Luftaustausch zwischen dem Winterzelt und der Umgebungsluft ist im Prinzip gegeben. Und es kann natürlich gerade bei dicht besetzten Geschichten
Oder bei Teichen, die, naja, ich sag mal, nicht so viel Volumen unter ihrer Abdeckung haben, auch da natürlich relativ schnell zu Problemen kommen im Gasaustausch. Ja, hab da auch gesehen, dass viele natürlich auch die Luftpumpe in dieser Winterabdeckung verstecken. Und an dieser Stelle kann es natürlich dann jetzt auch zu Problemen kommen, die viele so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, also gerade unter diesen hermetisch abgeschlossenen Winterabdeckungen kann es natürlich zu komischen ja, Gasmangelerscheinungen oder Anreicherungssituationen kommen, die man so nicht auf dem Schirm hat. Das CO2, was aus dem Gewässer vielleicht auch durch eine Belüftung, die ihr habt, ausgetrieben wird, kommt leider unter dieser Winterabdeckung nicht weg und wird anschließend natürlich in diesem Bereich angereichert. Doch leider bezieht vielleicht auch diese, ja, Teichbelüftungspumpe gerade aus diesem Bereich ihre, ja, Umluft. Und pumpt diese natürlich mit einem höheren CO2-Gehalt wieder zurück in den Teich. Ja, im Winter habt ihr dann vielleicht der ein oder andere, der es lieb gewonnen hat, noch ein Futterautomat im Einsatz oder schleicht nur noch gelegentlich ans Gewässer. Die Temperaturen an sich ermöglichen ihm vielleicht dann auch gar nicht so gut das Ganze, ja, einzuschätzen und zu beobachten. Vielleicht ist die Teichabdeckung auch so gebaut, dass der, ja, gewählte Ausschnitt eher winzig ist, den man einsehen kann. Und demzufolge sieht man vielleicht die ein oder andere Sache gar nicht ablaufen. Ja, also das ist eine große Gefahr, vor der ich euch einfach ja, mal hier und jetzt warnen möchte. Also schleicht doch ab und zu mal an euren Keuteich oder an eure Innenhalterungsanlage und zieht euch eine repräsentative Wasserprobe oder nehmt euer, ja, transportables Messgerät mit und messt einfach mal die Parameter Sauerstoffgehalt, KH-Wert und pH-Wert und ja, demzufolge, wenn vielleicht auch noch möglich, die Gassättigung mit einem Saturometer. Und dann seid ihr doch auf einer relativ guten und richtigen ja, Spur hoffentlich. Dieser Hinweis soll sich natürlich nicht nur auf neu gebaute Teiche und ja, Halterungsanlagen beziehen, sondern auch dieses Problem taucht an ja, schon jahrelang eingefahrenen und so betriebenen Anlagen auf. Ihr müsst einfach wissen, dass die Fische im Teich wachsen, in den seltensten Fällen weniger werden und damit natürlich auch solche Probleme wie Sauerstoffmangel im Winter und Gasprobleme oder wasserchemische Probleme bei eurem Teich einfach über die Betriebsjahre, ja, zunehmen können und damit halt einer besonderen Sorgfalt und Vor- und Nachsorge bedürfen. Ja, das war's vorab mit dem Thema Sauerstoffmangel im Winter. Wer dazu noch Fragen hat, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wem das Ganze gefallen hat, der lässt mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Im nächsten Video geht es um das Thema, wie öffne ich denn die Eisfläche, ohne meine Fische zu Tode zu erschrecken. In diesem Sinne, ciao.